Jetzt, heute geht es um Mealy, einen Rezepte-Manager, den man ganz einfach auf der Synology hosten kann. So sieht das hier ungefähr aus. Kann man auch als Handy-App hinzufügen oder als Handy, als Website dann als App hinzufügen, auf dem Startbildschirm zum Beispiel. Was wir brauchen, ist wieder DSM-Umgebung Container. In der DSM-Umgebung brauchen wir einen Ordner unter Docker. Nennt sich dann einfach MIDI. Hier einfach erstellen. In Portainer. Den Code findet ihr natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Klickt ihr auf eure Umgebung. Macht einen neuen Stack auf. Den zum Beispiel MIDI. Den Code kopieren wir uns einfach von der Website. Hier zum Beispiel einfach bei Installation gibt es einfach einen Docker Compose. Kann man einfach kopieren, einfügen und muss den jetzt nur noch hier anpassen. Den Ordnerpfad, wo der hin synchronisiert wird. Wir machen das jetzt einfach so. Kopieren den raus, je nachdem, wo euer Ordner natürlich liegt. Und passen den hier an. Und dann wird er so kopiert. Und was wir noch anpassen müssen, ist die Zeitzone. Eure Zeitzone anpassen, aber es war. Als Deutsches ist alles so. Und dann sind wir auch schon fertig. Dann könnt ihr auf Deploy Stack klicken. Genau. Port ist 952. In der Standardkonfiguration klickt ihr auf Deploy. Warten wir einmal kurz. Ja, es hat nicht lange gedauert. Das geht beim MIDI relativ schnell. Dann könnt ihr über die Synology API Doppelpunkt den Port auf das Webinterface zugreifen. Habt ihr hier diese Ansicht, das ist die öffentliche Ansicht, ohne dass ihr eingeloggt seid. Hier auf Login klicken. Die Standard-Login-Daten findet ihr auch auf der Seite von MIDI. Die sind dann hier hinterlegt. Bin einfach copy-pasten. Findet ihr natürlich auch noch in der Videobeschreibung. Wenn ihr eingeloggt seid, könnt ihr zum Beispiel hier unter Settings an euer Passwort ändern und euch E-Mail-Meldename und Username hier dann ändern. Und dann habt ihr sozusagen euren eigenen Admin-Benutzer. Wir zeigen jetzt noch einmal den Import hier unten, dann über Import. Wir können jetzt zum Beispiel einfach auf x-beliebigen Seiten, zum Beispiel jetzt beispielsweise Chefkoch, den Link einfach kopieren und einfügen. Und dann importiert er die Sachen daraus, ein JSON-Format dahinter. Dann habt ihr hier schon alles drin. Dann könnt ihr hier zum Beispiel noch die Zeiten auf dem System her auf Deutsch stellen. Dann werden hier die Zeiten auf Deutsch angezeigt. Und die Vorbereitungszeit, Kochzeit und sowas. Seht ihr auch alles in der Einstellung. Und die Schritte könnt ihr hier alles anpassen. Abhaken, also das jetzt abhaken. Wenn jetzt hier auf Bearbeiten geht, könnt ihr die Schritte bearbeiten oder auch die Zutaten. Wenn ihr zum Beispiel Änderungen an dem Rezept vornehmt. Was ich noch mal ganz kurz zeigen möchte, ist dann, wie ihr eine neue Instanz aufmacht. Zum Beispiel hier ist es jetzt ein Rezept drin. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel in meine Umgebung reingehe, dann habe ich hier einfach mal eine MIDI mit meinen Rezepten, einen MIDI-Ordner mit meinen Rezepten. Ich jetzt einfach umbenenne 3 und den einfach umbenenne in nur MIDI, dann ist das ja sozusagen meine Anwendung. Könnt ihr vielleicht einen kompletten Ordner kopieren, weil das, wie hier ja auch steht, eine SQLite ist. Also kein Datenbank dahinter, sondern einfach nur eine Links ist. Datenbank. Könnt ihr jetzt hier den neu starten. Dann warten wir kurz. So, und wenn der neue Start ist, dann werden da zum Beispiel alle eure Rezepte vernünftig angezeigt. Und dann könnt ihr die sozusagen dann auch wieder bearbeiten. Das werden auch gleich die Nutzer und so auch mit übernommen. Das heißt, ich kann mich nicht mehr mit dem Change-Me-Benutzer anmelden hier. Man hat dann auch die Benutzerdaten werden ja auch alle übernommen, weil die auch in der SQLite liegen. Jetzt gleich noch einmal, wie man das in Dashi konfiguriert. Wenn man zum Beispiel jetzt auf Dashi geht, auf Arbeiten, nehmen wir uns zum Beispiel hier, machen ein neues Item, Mealy. Und dann als Icon nehmen wir das Dashboard-Icons. Ist natürlich auch in der Beschreibung. Dann geht ihr einfach auf Steuerung F, gibt MIDI ein, scrollt runter.
Dann habt ihr hier das Bild dafür. Hier zum Beispiel für die Homelab-Icons ist es einfach AL-Mili. Für die Anwendung bietet ihr dann einfach den Pfad. Standardmäßig ist immer ein New Tab hinterlegt. Ihr könnt das auch manuell auswählen, aber es ist standardmäßig auch hinterlegt. Der Speicher, seht ihr, der importiert das Logo von Mili, wie ihr oben ja auch seht. Und wenn ihr dann auf Speichern klickt und dann den Link anklickt, dann seid ihr auch sofort in eurer Anwendung und eurem Kochbuch. Ich zeige jetzt noch kurz, wie das auf dem Handy aussieht. Wenn ihr auf die Website geht, die gebt ihr oben in der Adresszeile ein. Einfach eure Mili-Adresse. Entweder lokal ja oder über einen Reverse Proxy. Und dann, wenn ihr oben auf die Punkte geht, könnt ihr das hier zum Startbildschirm hinzufügen. Und dann wird ihr auch auf einem Startbildschirm angezeigt. Bei Apple heißt das noch ein bisschen anders, ich glaube, zum Bildschirm hinzufügen.